Top 10 heute, 10 Sinne, von denen du noch nichts wusstest. Nummer 10, Persönlichkeitsgeruchssinn. Sehen und Hören gelten als wichtigste Sinne des Menschen. Dabei wird die Tragweite des Geruchssinns oft unterschätzt. Inzwischen ist klar, dass dieser Sinn eine weitaus wichtigere Rolle spielt, als man annehmen mag. 2011 fanden Forscher der Universität Breslau in Polen heraus, dass Menschen in der Lage sind, anhand des Geruchs Persönlichkeitseigenschaften anderer Leute zu erkennen. Ja, du kannst etwas über jemanden erfahren, allein über deinen Riechkolben. Im Detail ist es so, dass du einen Teil der Hormone anderer Menschen riechst und die Anteile gewisser Hormone können ein sehr guter Indikator für gewisse Persönlichkeitseigenschaften sein. So kann man bei anderen bestimmte Eigenschaften erriechen, wie Kontaktfreudigkeit, Extrovertiertheit, Ängstlichkeit, Gemütslage, Führungspotenzial und Dominanz. Das sind Dinge, die man natürlich auch in einem ehrlichen Gespräch erfahren kann. Doch alles sieht danach aus, dass für die geübte Nase einmal ordentlich dran riechen extrem aufschlussreich sein kann. Vielleicht nicht zu nah mit der Nase unter die Arme, sonst könntest du gegebenenfalls einen falschen Eindruck bekommen. Die Nummer 9, Richtungssinn. Die meisten von uns haben ein kleines Gerät in der Tasche, das durchaus in der Lage ist, uns überall hin zu navigieren. Aber vielleicht übernehmen bald die Maschinen die Macht über uns und unsere Technologie. Was machst du dann? Gute Neuigkeiten! Wissenschaftler vermuten, dass du über eine Art internes GPS verfügst. Das alles ist schwer zu verstehen, aber Tauben zum Beispiel können anhand des Magnetfeldes der Erde sich orientieren. Das nennt sich dann Magnetsinn. Der Geophysiker Joe Kirschwink vermutet sogar, dass wir auch über diesen Sinn verfügen. Er sagt, Magnetfelder verursachen kleine chemische Reaktionen in den Proteinen deines Körpers. Die Anzahl der Reaktionen erlauben es uns, unterbewusst die Stärke eines Magnetfeldes wahrzunehmen und damit könnten wir dann unsere Position bestimmen. Wenn wir Menschen es haben, dann aber lange nicht so ausgeprägt wie bei der alten guten Brieftaube. Die kann nämlich ihr Ziel finden, auch wenn es über 1000 Meilen von ihr entfernt ist. Weiter zur Nummer 8, Zeit. Möchtest du eine Runde zocken? Okay, ich kann tatsächlich nicht hören, was du geantwortet hast. Hinzu kommt, dass das Video zu dem Zeitpunkt, an dem du schaust, schon fertig war. Also ich gehe jetzt einfach mal von ja aus. Ich tippe jetzt einfach mal hier was ein und du errätst, wie lange es gedauert hat. Hast du 5 Sekunden geraten? Herzlichen Glückwunsch! Entweder du hast einen tollen Zeitsinn oder du hast gecheatet, indem du auf die Zeitanzeige geguckt hast. Die menschliche Fähigkeit, auch ohne Uhr die Zeit im Blick zu haben, verblüfft Neurowissenschaftler schon lange. Die verbreitetste Theorie ist, dass der Hippocampus in unserem Gehirn über eine Art Stoppuhr verfügt und konstante Impulse abgibt, die der Rest unseres Gehirns als Zeitverlauf interpretiert. Andere Tiere wie Ratten haben auch sowas. So können sie Zeitabschnitte zwischen wichtigen Ereignissen wie Nahrungsaufnahme einschätzen. Doch das erklärt leider nicht, warum wir Zeit je nach Situation so unterschiedlich wahrnehmen. 5 Minuten an einer Arbeit sitzen fühlt sich viel länger an, als 5 Minuten zu zocken. So vermutet man, dass die Zeitwahrnehmung irgendwie etwas mit unserer Aufmerksamkeit zu tun hat. Nummer 7, Eisprungradar. 2012 forschte man an der Kyoto-Universität in Japan, inwiefern Frauen die unterschiedlichen Abschnitte ihres Fruchtbarkeitszyklus wahrnehmen. Ihnen wurden Bilder gezeigt, in denen Schlangen versteckt waren und die Forscher fragten, wo sich im Bild Bedrohungen verstecken. Sie fanden heraus, dass Frauen, die sich im Zeitpunkt des Eisprungs befanden, die Schlangen zu 84% schneller entdeckten. Alles scheint so, dass Frauen zu diesem Zeitpunkt über einen gewissen sensorischen Schub verfügen, um besser potenzielle Bedrohungen zu erkennen. Doch es sind nicht nur Schlangen, die ovulierende Frauen besser wahrnehmen. Eine Studie der Psychological Science kam zu dem Ergebnis, dass Frauen während ihres Eisprungs besonders gut merken, ob ihr Gegenüber homosexuell ist. Ein weiterer Versuch kam zu dem Ergebnis, dass sie diesen Eindruck in gerade mal 50 Millisekunden bekommen, also schneller als ein Blinzeln. So gibt es wirklich so eine Art Schwulenradar, wie einiges auch nennen. Forscher vermuten, dass es evolutionär bedingt Frauen hilft, im Moment der Fruchtbarkeit einen potenziellen Fortpflanzungspartner zu finden. Doch es hilft Frauen nicht, bei Bedarf lesbische Partner zu finden. Aber aufgepasst, Frauen, auch Männer haben einen ähnlichen Sinn. Und damit kommen wir dann mit zur Nummer 6, Eisprungerkennung. Ja, Frauen scheinen während des Eisprungs über eine Filterfunktion zu verfügen, aber auch Männer bemerken zu diesem Zeitpunkt eher unterbewusst einen Unterschied. Das liegt daran, dass Frauen zur Zeit des Eisprungs ein bisschen anders riechen. Auch das hat natürlich Vorteile, wenn es um die lebenswichtige Fortpflanzung geht. Doch es führt auch dazu, dass Männer sich auf einmal anders gegenüber ihr verhalten.
An der Florida State University sollte eine Gruppe Männer an verschwitzten Shirts ovulierender Frauen riechen. Oh, ganz schön weird. Ja, man fand heraus, dass dies den Testosteronlevel der Männer um 12% erhöhte. Auch waren die Männer eher motiviert, jene weiblichen Testpersonen beeindrucken zu wollen. Das Konzept der Natur ist offensichtlich, Männer sollen paarungsbereiter sein, wenn die Chance für eine Empfängnis am höchsten ist. Wenn du also anfängst, Frauen zu erzählen, wie viele Push-Ups du machen kannst, spricht vielleicht eher dein Testosteron aus dir. Die Nummer 5, Propriozeption. Schließ einfach mal deine Augen. Bewege jetzt deine Hand von links nach rechts vor deinem Gesicht. Wenn du dich dabei gut konzentrierst, solltest du in der Lage sein, die Konturen deiner Hand zu sehen, während sie sich vor deinem Gesicht bewegt. Das ist Propriozeption. Dein Körper hat eine eingebaute Wahrnehmung von Körperbewegung und Körperlage im Raum. Bei unserem Experiment weiß dein Gehirn, dass die Hand vor deinen Augen ist. So projiziert sie eine Vision davon, sodass du sie sehen kannst. Propriozeption funktioniert über spezielle Sinneszellen, die sich an Muskeln und Gelenken befinden. Wenn du dich bewegst, werden diese Zellen gedehnt und angespannt und senden Signale an dein Gehirn. Es ist tatsächlich eine lebensnotwendige Sache. Ohne diesen Sinn hätten wir keine Reflexe, denn die funktionieren nur, wenn wir wissen, wo die dafür benötigten Körperteile sind. Wir hätten auch Probleme mit Dingen wie die richtige Handform zu bilden, um zum Beispiel eine Tasse in die Hand zu nehmen. Das klappt nur, weil wir wissen, wo und in welchem Zustand sich unsere Hand befindet. Nummer 4, der Gleichgewichtssinn. Bist du jemals spazieren gegangen, ohne dabei in dich zusammenzuklappen? Dann bedanke dich beim Gleichgewichtssinn. Wir sprechen auch einfach von Balance. In jedem Fall wird dieser Sinn über dein Innenohr kontrolliert. Dort gibt es drei kleine halbförmige Kanäle, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. In diesen befinden sich kleine Härchen, die sich bewegen, sobald du deinen Kopf neigst oder drehst. Ist dir mal schwindelig, dann hat es oft damit zu tun, dass etwas in deinen Ohren nicht stimmt. Alles dreht sich, obwohl man gar nicht betrunken ist. Bei schweren Ohrenverletzungen kann dir sogar jahrelang schwindelig sein. Du siehst, deine Ohren können mehr als einfach nur hören. Sie verhindern, dass du dich wie ein Slapstick-Schauspieler aus den 50ern bewegst. Aber was tun wir den Ohren an? Wir stopfen Plastikstöpsel in sie rein oder belasten sie, indem wir fragwürdige Musik von Katja Krasavitsch hören. Ja, nur ein kleiner Scherz. Nummer 3, ein Fremdgehsinn? Betrogen zu werden suckt natürlich enorm, vor allem wenn man über Monate angelogen wird, du ihr vertraust, sie liebst und dann zertrümmert sie dein Herz in Millionen Stücke. Doch dank der Wissenschaft wissen wir, dass es eine Möglichkeit gibt, Fremdgeher auf einfache Weise zu enttarnen. Forscher zeigten Frauen 101 Fotos von Männern, von denen einige in ihren vergangenen Beziehungen treu waren, andere wiederum nicht. Nur durch das Anschauen der Fotos konnten die Frauen ganze 67% der Fremdgeher enttarnen. Doch nicht nur Frauen können das. In Australien wurde das ganze Experiment wiederholt, nur dass sich Männer Frauen angucken. Es kam dabei zu ähnlich aufschlussreichen Ergebnissen. Doch warum lassen wir uns trotzdem so oft betrügen? Darauf hat die Wissenschaft keine Antwort. Es scheint ganz so, als würde Liebe blind machen. Nummer 2, Unterwasserhörsinn. Jeder von euch, der schon mal unter Wasser die Augen geöffnet hat, weiß, dass man da nicht wirklich klar sehen kann. Riechen kann man auch vergessen, weil, ja logisch, da läuft ja das ganze Wasser in die Nase. Doch unter Wasser kann man anscheinend sehr gut hören. Normalerweise hören wir Frequenzen zwischen 20 und 20.000 Hertz. Das ist weniger als bei Fledermäusen oder beim Hund. Doch unter Wasser ist unser Gehör auf einmal viel empfindlicher. Hier können wir auf einmal 10-mal so gut hören, bis zu einer Frequenz von 200.000 Hertz. Da sind wir auf einmal besser als der Delfin, für den dieser erweiterte Hörsinn natürlich deutlich praktischer wäre, weil er im Wasser zu Hause ist. Unser feines Unterwassergehör haben wir einem kleinen Knochen am Schläfenbein zu verdanken. Der sogenannte Pars Mastoida. Er sitzt hinter dem Ohr. Und während über Wasser unser Ohrkanal fürs Hören zuständig ist, übernimmt die Arbeit unter Wasser dieser Schädelknochen und man spricht von Knochenschall. Die Knochen nehmen feinste Schwingungen im Wasser wahr und übersetzen es in ein Geräusch, das wir dann wahrnehmen. Und damit kämen wir dann zur Nummer 1, Hautgeruchssinn. Wir haben ja schon ausgiebig darüber gesprochen, wie unterschätzt und wichtig der Geruchssinn des Menschen ist. Das Verrückte jedoch ist, nicht nur deine Nase kann zum Riechen verwendet werden. Deine Nase beinhaltet 350 Geruchsrezeptoren, doch das sind nicht die einzigen in deinem Körper. Verteilt in deinen Organen gibt es 150 weitere, darunter in Leber, Herz und Darm. Forscher der Ruhr-Universität in Bochum fanden heraus, dass sogar die Haut riechen kann.
Natürlich riechst du nicht ständig den Inhalt deines Darms, wäre auch echt ekelhaft. Doch Organe und Haut nehmen zum Beispiel Fremdkörper wahr. Nur nicht alle werden vom Gehirn verarbeitet, so bekommt man sie nicht mit. Andere Zellen reagieren jedoch darauf. Reibst du zum Beispiel hier so ein Sandelholz an deinem Arm? Ich mach das mal. Oh. Ja, dann wird an der Stelle die Zellteilung um 32% erhöht. Anders gesagt, deine riechende Haut hat die Substanz erkannt und schafft neue gesunde Zellen in diesem Bereich. Während die Wissenschaft noch daran forscht, ist schon jetzt klar, dass die Möglichkeit, die Zellteilung anzutreiben, uns bald auch Behandlungsmethoden mit schnellerer Heilung ermöglichen wird. Wow! Wenn dir jetzt mal jemand sagt, du hast ja nicht mehr alle fünf Sinne beisammen, das höre ich tatsächlich manchmal, dann kannst du sagen, Unsinn, ich habe sogar viel, viel, viel mehr Sinne. Hier gibt es noch zwei weitere Videos über unseren faszinierenden Körper. Einmal 10 unglaubliche Fakten über deinen Körper und daneben 10 unglaubliche Menschen mit zusätzlichen Körperteilen. Dank bist du dann und auf Wiedersehen!